frei zur ersten Runde, Round 1. Finger, ja, da ist der Finger ins Auge geglitten. Wilson hat sich auch sofort entschuldigt und Wettek, der hat dann kurz angezeigt. Für die Zuschauer zu Hause sollte es zu einem Stoß mit dem Finger in die Augen kommen. Dann hat der Kämpfer mit dem Kämpfer natürlich Zeit eingeräumt, sich wieder zu sammeln. Und Chris Wilson jetzt hier geht gleich in den Clinch hinein. Es ist interessant zu sehen, wenn zwei quasi von der Physiognomie fast gleiche Typen, so Körpergröße, alles so beieinander stehen. Das war ein relativ einfacher Wurf. Da kam wenig Gegenwehr. Oh, das war ein Ellbogenstoß. Ja, das ist untersagt. Das ist Timeout. Das war ein illegaler Stoß, ja. Das ist jetzt ein bisschen irritiert. Ja. Das wurde aber vorher extra im sogenannten Rules Meeting, also vor jeder Veranstaltung, wenn es losgeht, wird nochmal eine Regelbesprechung gemacht mit allen Kämpfern, mit allen Teammitgliedern. Da wird ganz klar erklärt, was für Techniken erlaubt sind und was nicht. Und hier in Bayern ist es so, es dürfen am Boden keine Ellbogenschläge zum Kopf oder zum Körper ausgeführt werden. Auch keine Kniestöße, wenn ein Gegner am Boden ist, wenn er sogenannt gegrounded ist. Das ist jetzt passiert im Eifer des Gefechts. Und am Rande sieht man es vielleicht gerade, ist gleich auch noch der Kampfrichter Gerd Richter rübergelaufen, hat nochmal kurz in der Ecke von Dominik Wittek Bescheid gesagt. Schön gemacht von Wettek. Ist jetzt hier in der Oberlage, in der Halfguard. Chris Wilson versucht, ihn hier festzuhalten. Ja, hakt hinten ein. Am Nacken, aber jetzt macht sich Wittek frei. Oh, schnappt sich jetzt das Bein. Hier auf der linken Seite könnte er sich jetzt den Beinhebel schnappen. Das ist die Frage, ob er sich dieser Technik jetzt bewusst ist. Da, hier, das rechte Bein von Wettek. Nee, er will es eher aus dem Weg räumen. Ich glaube, er will ganz klar in die Mount-Position übersteigen. Ja, er versucht immer wieder, sich das Bein hier quasi zu holen. Da hakt er jetzt ebenfalls ein, versucht wohl auf einen Fußhebel zu gehen, oder? Wettek behauptet die Top-Position. Jetzt kommt die Aufforderung, punchen, also er soll Schläge bringen, um Wilson natürlich dann damit abzulenken, dass der aus seinem Griff lösen kann, dass Wettek sich vielleicht wieder aufrichten kann. Aber Wilson ist clever genug. Der holt sich da den Arm, den rechten. Ja, und wie so eine Klette zieht er sich ran an Dominik Wittek. Chris Wilson, da merkt man, er hat einfach mehr Erfahrung. Da versucht er sich hier an dem Arm in Triangle. Er schiebt den Ellbogen gegen den Kopf. Dachte, er hätte wohl da eine Lücke gesehen. Und die Aufforderung hier vom Ringrichter, doch etwas mehr Aktion zu zeigen. Wilson beschränkt sich hier nur Wittek auf die Defensive. Mit wuchtigen Schlägen. Wittek behauptet die Top-Position, geht jetzt hier in eine Guillotine hinein. Wilson stellt ihn am Käfig, muss jetzt aber aufpassen. Der Kopf ist außen, tief in einem Würgegriff drin. Da muss er sensibel sein. Oh, holt jetzt sich den Outside-Trip. Das war gut. Das war gut. Könnte jetzt einen Kniehebel machen. Er drückt die Hüfte gegen das Knie, aber der Winkel stimmt nicht ganz. Schön nochmal am Ende den Takedown geholt hier von Wilson. So, und die Trainer von Dominik Wittek, man sieht die links und rechts sitzen. Ilja Stojanov. Stojanov, ja. Jawohl, und Emilio Pessoa. Die sitzen da wie so Flöre beim Theater. Links und rechts einer, zack, zack, jeder flüstert ihm was ins Ohr. Ja.
Oh, das war jetzt nochmal gut hier in den letzten Sekunden hier von Chris Wilson. Ja, aber so richtig Zählbares bringt er dabei auch nicht rum. So, Wittek drückt sich nochmal hoch, steht auf. Letzten 10 Sekunden. Mal hier nochmal die Chance hier für Wettek, sich eventuell nochmal die Runde sicher zu sichern. Und Zeit. Ja, schwierig jetzt. Na, die letzte Minute hat doch Wilson nochmal gezeigt gehabt, dass wenn er on top ist, dass er da auch kontrollieren kann. Hier, da nochmal hier die Möglichkeit hier für Wilson, sich den Kniehebel zu holen. Aber Wettek hat das wunderbar verteidigt. Lag immer schwer auf dem Gegner drauf, hat immer wieder Schläge von oben gebracht und hat hier dann wohl vermutlich auch die Runde gewonnen. Ich denke, dass das wirklich die aussagekräftigen Szenen auch sind, die wir hier sehen. Schöner Trip-Takedown hier von außen, hakt sich hier quasi am Bein ein und holt damit hier nochmal einen wichtigen Takedown, den man leider jetzt, wie gesagt, vermutlich die Runde nicht noch sichern konnte. Wo man vermuten könnte, dass das hier noch ein spannendes Duell wird hier. Jetzt im Stand konnten sie nicht sehr viel zeigen. Oh, schöne Rechte hier von Wettek. Geht okay. Hinterher, hat ihn angeklingelt. Da wackelt er. Wilson muss aufpassen. Kinn ist oben, jetzt muss er aufpassen. Mit dem Schwinger rein. Wettek lässt sich in den Käfig reinfallen. So, jetzt ein bisschen Getänzel, ein bisschen Fäuste wackeln bei Chris Wilson. Der ja, schon schwer am Atmen ist. Drüber. Oh, schönes Flying Knee. Richtig stark. Jetzt hat Wettek hier wieder ein bisschen Oberwasser. Und Wilson hat ganz schön einstecken müssen jetzt. Diese ersten Schläge, Wilson die waren hier auf hart. Der Flucht. Und lässt sich in die Rechte reinfallen. Aber er fordert ihn auf, er soll kommen. Mundschutz verloren. Ja, Mundschutz verloren. Ja. Da kann er aber froh sein, dass hier der Ringrichter so gnädig war und ihn den Mundschutz hat holen lassen. Manche Ringrichter sind da nicht so, warten erst, bis sich der Kampf etwas beruhigt hat. Und Wettek kraxelt hier in den Rücken rein von Wilson, sehr schön, gute Ringertechnik, Schulterschubser. Muss jetzt aufpassen, ja, das habe ich vermutet hier. Wilson wollte sich eindrehen zum Kniehebel, aber das hat Wettek schön gekontert. Jetzt muss Wilson ist jetzt in der Oberlage. Jetzt muss er wirklich sehr, sehr gut sich verteidigen. Ah, ganz schlecht. Wettek ist oben drauf. Arm in Triangle. Versuch von Wettek. Er schiebt hier Kopf und Arm zusammen. Versucht hier den Kopf und Arm zwischen seinen Armen einzuklemmen, um damit einen Würger zu provozieren. Jetzt schiebt er ihn runter in ganz konsequenter Manier. Ja, das ist, wenn man unten ist, von oben sehr einfach den Ellbogen hier vors Gesicht zu bringen und einfach sein Gewicht arbeiten zu lassen. Das ist unglaublich frustrierend und kraftaufreibend für den Untermann. Ja, wenn Wittek das noch eine Weile macht, dann kann er Wilson so richtig auslaugen. Ja, ich denke mal, das ist auch sein Plan hier. Weil wenn er geschlagen hat, Wittek, dann wirken seine Schläge immer härter. Also ich glaube, er kann da noch viel mehr zusetzen. Schön, kommt hier nach oben. Das hat er gut gemacht, Wilson. Aber Wittek fängt sich dann gleich den Arm, den rechten Arm von Wilson ein. Bodylock. Und beide sind jetzt hier im Clinch. Schön, das Knie zum Kopf versucht. Gute Idee. Ja, das hat Wilson schon 2-3 Mal in der Runde jetzt probiert. Bisher hat Wittek immer noch schnell genug den Kopf weggebracht. Schön, das Knie hier zum Oberschenkel. Und jetzt sind sie beide direkt hier quasi vor der Käfigkamera.
die das Geschehen hier wunderbar einfängt. Ja, vor allem zeigt sich aber auch in der Szene, dass das kein wüstes Aufeinandergehen ist, sondern beide suchen die Lücke, beide gucken. Das ist ein Taktieren. Und wieder das Knie bei Wilson und jetzt greift er rein. Versucht er die Guillotine. Der Arm ist eng, aber da kommt er raus. Der Griff war nicht zu, Wette konnte einfach aufstehen. So, sehr ruhige Phase jetzt hier in dieser zweiten Runde. Und da lässt er aufstehen. Wie vermutet. Na, ich glaube, Wilson wäre es recht gewesen, wenn es noch ein paar Sekunden weitergegangen wäre. Wilson stolpert hier. Oh, schön. Aber, oh, wow. Jetzt ist er am Drücker, schau an. Ah, und da versucht er den Wurf. Schön hinterhergegangen. Also entweder hat Wittek Konditionsprobleme oder Wilson hat ihn jetzt wirklich richtig überrumpelt. Ganz oder gar nicht bei Wilson. Bully Choke. Das ist etwas, was man sonst nie sieht im MMA. Zuletzt prominentes Beispiel bei Robbie Lawler. Ende der zweiten Runde. Respekt nochmal an Chris Wilson, der hier nochmal so stark zurückgekommen ist in dieser Runde. Und dabei hat er am Anfang schwere Treffer kassieren müssen. Die Szene hier, wo sie beide ganz nah an der Kamera waren, wo man sieht, sie gucken, jeder versucht dem anderen irgendwie die Hand wegzufangen, dass keiner Treffer setzen kann. Das Knie flog ganz eng vorbei und dann hat er hier in der Szene erwischt Chris Wilson und Wittek taumelt auf. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt für Erwachsene. Ich traue dem jetzt Runde. Alles zu, wenn die Kondition hält, dann hat er noch die Möglichkeit. Ben Askren war natürlich derjenige, der den Bully Choke hier gegen Robbie Lawler bei einer UFC-Veranstaltung durchzog. Eine sehr seltene Runde. Technik, die man eigentlich so gesehen im MMA fast gar nicht sieht. Weil die meisten eigentlich wissen, sich rauszudrehen. Chris Wilson sieht sehr zappelig, sehr nervös aus. Oh, aber kommt schön mit der rechten rein. Wenn er wieder so ein Knie einschlägt, dann traue ich dem alles zu. Ja, unterhaltsam auf jeden Fall. Wittek wirkt müder. Da hängen die Arme schön, linker Kopfhaken. Ja, aber guck mal bei Wittek, da hängen die Arme. Der nimmt sie schon gar nicht mehr richtig hoch. Und auch die Schläge, da ist nicht mehr der Bums hinter. Da ist kein Dampf dahinter, ja. Und klar hat Wilson natürlich auch schon Körner gelassen, aber der sieht, was los ist. So, Wilson guckt wieder, ob er das Knie irgendwie anbringen kann. Oh, da wäre fast das Knie schon wieder drin gewesen. Ganz knapp verfehlt, vielleicht das eine Handbreite. Langsam mal mitgekriegt haben, dass er da den Kopf nicht unten lassen kann. Geht jetzt in den Rücken rein von Wilson. Oh, auch hier jetzt das Knie zum Kopf. Und Wilson geht ihm hinterher. Hört gar nicht auf und schon wieder der linke Haken zum Kopf und schon wieder ein Knie zum Kopf. Das kann seine Runde werden hier. Ja, sollte vielleicht gar nicht so rangehen, er sollte lieber seine Schläge passieren. Und schon wieder, das Knie ist wieder geladen, da oh, ist das Knie, jawohl. Oh, Wittek, das ist gefährlich, das ist für ihn so gefährlich gerade. Die haben nicht diese durchschlagende Wirkung, aber das müssen sie auch nicht unbedingt. Wenn die richtig sitzen, dann haben sie ihre Wirkung, haben sie genug Wirkung. Beide angeln da mit den Füßen aneinander rum. So, beide versuchen kurze kleine Schläge zu machen, kurze Punches. Ja,
Für mich wirkt Wilson als der, der noch ein bisschen mehr zusätzlich. Der ist noch mehr da, ja. Der ist noch mehr da. Wittek schiebt mehr, da bin er nur so ein bisschen, hängt am Gegner dran und taumelt da auch schon richtig weg jetzt. Und Wilson wittert das und geht hinterher. Und schon wieder Knie zum Kopf. Knie und jetzt diese Knie zum Kopf, die sind das Mittel. Ja, damit schön auf Distanz. Herbeiführen. Er hat ihn schön auf Distanz. Das ist so ein richtiger alter irischer Kämpfer, dieser Chris Wilson. Ja, versucht jetzt hier noch einen Peruvian Necktie. Nein, jetzt geht er hier nochmal zum Bravo Choke über. Schön, Darth Choke Eingang. Wilson könnte ihn jetzt hier finishen. Wenn er auf der Seite schafft, es liegen zu bleiben. Und das war der Tap-Out. Wow, sehr schön. Was eine tolle Submission hier von Chris Wilson hier nochmal. Alte Recke. In der letzten Runde. Schwach gestartet, aber stark beendet. Yeah. Den Jubel hat er sich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Und da hat er bewiesen, den darf man nie abschreiben. Immer diese Knie zum Kopf. Damit hat er ihn bearbeitet. Er hat ihn wirklich mürbe gemacht. Er hat sicherlich auch viel mitnehmen müssen, Chris Wilson. Hat er stark gemacht. Knie, ja, und da hat hier schön den Abstand gehalten. Schön den Abstand gehalten. Und hier der Darth-Show-Eingang direkt in die Mount hinein. Sehr stark gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der dritten Runde nach 3 Minuten 19 Sekunden haben wir einen Tap-Out. Grund dafür war ein Darth-Choke. Der Sieg geht an South by German Leipzig, Chris Wilson.